Howdy ho, hier ist wieder Aquifel, heute mit einem Review zu Mandy. Ja, Panos Cosmatos hat hier ein, ich sag mal so einen kleinen Überraschungshit gelandet, denn ich denke mal, viele hatten im Vorfeld diesen Film wirklich nicht auf dem Schirm. Und ja, schaut man sich die Reviews an, das ist ja wirklich überschwellend positiv. Ne, was sicherlich nicht Nicolas Cage nicht von vielen seiner jüngeren Filme behaupten kann. Naja, aber gut, das Ganze hat eine relativ simple Handlung. Es spielt in den 80ern. Nicolas Cage spielt Red Miller und er und seine Freundin oder Frau Mandy leben so ein bisschen abgeschieden und genießen ihr Leben. Dooferweise ist hier auch ein Kult, die Children of the New Dawn, die ja so ihre eigenen Ziele verfolgen und ein Stück weit auch zusammen mit einem komischen, nennen wir es mal Biker-Club, Drogen kurieren, was auch immer, so einen kleinen Pakt eingehen, dass die denen halt helfen, dieses Ehepaar außer Gefecht zu setzen, damit sie Mandy für sich gewinnen können, weil der Sektenführer oder Kultführer irgendwas Besonderes in ihr gesehen hat. Naja, das geht halt alles ein bisschen den Bach runter, sage ich häufig, aber ist halt so. Ne, man schafft es zwar, die Familie erstmal, die beiden erstmal gefangen zu nehmen, aber Mandy möchte sich dem Kult nicht anschließen und wird dann kurzerhand vor den Augen von Red verbrannt. Naja, Red überlebt das Ganze dann aber auch, kann sich befreien und ist nun auf Rache aus. Erstmal an diesen Biker-Club und an den Kultmitgliedern, an den Children of the New Dawn. Na, die Handlung ist erstmal sehr minimalistisch und was will man über diesen Film wirklich sagen? Das ist, ich sag's mal einfach so, wer hier klassisches Unterhaltungskino im Sinne von ein bisschen Splatter, ein bisschen Gewalt, ein bisschen, nicht Rape, aber ein bisschen irgendwie, mir wird Böses getan, ich räche mich dann dafür, erhofft und wirklich denkt, dass hier normale Sehgewohnheiten bedient werden, oh boy, der ist komplett auf dem Holzweg. Denn, man muss es hier klar sagen, alleine schon, was das Visuelle angeht, ist der Film, man kann es mit einem LSD-Trip, glaube ich, vergleichen. Ich habe noch nie LSD genommen, aber so stellt man sich das teilweise vor. Und was Panos Cosmatos hier inszeniert, ist weird. Also gerade in der ersten Hälfte, bevor es zu dem Rache-Teil kommt, wir haben hier wirklich rot getauchte Szenen. Wir haben hier auch mit ganz vielen Nazi-Effekten, als mal der Kult Mandy halt so ein bisschen verzeugen möchte, tritt uns bei. Wie gesagt, wie ein Drogenrausch inszeniert mit Nazi-Effekten, rot, verzerrten Stimmen. Dazu auch dann hier auch von Audio-Teil her, von der Musik her, vom Score her, sehr drastische, teilweise dissonante Klänge, würde ich jetzt mal behaupten. Eine schöne Gitarrenmusik, die in Richtung Metal geht, aber irgendwie sehr bedrohlich, sehr schleppend, sehr, wirklich ein Stück weit Unheil, allein von der Klangart, ich sag mal, ein unwohles Gefühl heraufbeschwörend ist. Und das Ganze zusammen ist wirklich wie ein sehr, sehr schlechter Drogentrip inszeniert. Und das ist wirklich, interessant. Interessant trifft sie. Also künstlerisch sicherlich auch sehr, wirklich sehr cool gemacht. Wirklich komplett entgegen aller Sehgewohnheiten, die man so hat. Und wo andere Filme vielleicht inhaltlich viel mit Sehgewohnheiten brechen, mit Klischees brechen, ist dieser Film in vielen Punkten ein Stück weit inszeniert, dass man sich wirklich denkt, Panos Cosmatos wollte hier modernen Jodorowsky quasi machen. So kann man das Ganze vielleicht auch ein bisschen beschreiben. So Jodorowsky trifft auf Grindhouse, trifft auf, wie gesagt, nicht ganz Rape and Revenge. Vielleicht auch auf Barbarenfilm so ein Stück weit. Man kennt die nicht nur aus Italien, die alten Schwonsetten mit irgendwelchen Barbaren und so. Das passt schon ganz gut. Und diese Beschreibung, das ist wirklich was anderes. Naja, nach der ersten Hälfte, als es zur Rache kommt von Nicolas Cage, da wird dieser Barbarenteil oder auch, ich sag mal, gibt ja auch so Filme, die so ein bisschen postapokalyptisch, so ein bisschen Barbarenkram zusammenwerfen. Und auch wenn das Ganze nicht in der Postapokalypse spielt, wird dieser Eindruck teilweise weg. Ne? Die Lederklamotten wie in einigen der alten italienischen Biker-Filme, wie ich sag mal jetzt zum Beispiel The Riffs. Ne? The Riffs, ne? Und The Riffs 2. Aber auch, allein die Waffe, die er sich da selber schmiedet, wo auch immer der spontan dann an eine Schmiede kommt. Hey, das hat wirklich, als ob gleich Conan um die Ecke kommt.
ne, und sich vorher mit Mad Max gepaart hat und sie dann einen Trip geschmissen haben. Es ist, wie gesagt, sehr weird und auch da, ne, teilweise tief in Rot getaucht, teilweise sehr, ja, Bilder, wie man sie von so einem Film vielleicht nicht erwarten würde. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie scheint das Ganze auch in vielen Punkten ein Hommage an teilweise dieser Filme zu sein, ohne, ich sag mal, wirklich vom Szenario und so darauf ausgelegt zu sein. Ne? Es wirkt halt hier wie ein Selbstjustiz-Thriller, Selbstjustiz-Action. Aber, ne, genre-technisch doch mit komplett anderen Anleihen an Filme, die eigentlich mit Selbstjustiz und so erstmal wenig zu tun haben. Es ist eine ganz, ganz urige Mischung, das Ganze. Und naja, wie gesagt, das Cosmatos inszeniert das teilweise auch sehr albtraumhaft. Wie gesagt, wie einen schlechten Drogentrip. Und ja, ich denke mal, wirklich viele Leute, gerade Mainstream-Serien, die werden dem Ganzen gar nichts abgewinnen können. Ne, wer ein bisschen spezielleres Kino mag, Na ja, gut, gibt ja noch ein paar andere Punkte. Und hier muss man sagen, Nicolas Cage, früher wirklich auch Oscar-prämiert für Leaving Las Vegas. Viele gute Filme gespielt, auch gerade Face Off wird ja auch das, was er da geleistet hat, auch was Travolta geleistet hat, noch jemand, der so abgestürzt ist. Da wird teilweise auch unterschätzt, was die da teilweise wirklich für Arbeit reingesteckt haben, dass sie, ne, auch von den ganzen Manierismen halt den anderen auch nachmachen, wenn der in der anderen Rolle ist. Cage, ein guter Schauspieler. Aber irgendwie in den letzten Jahren, vieles, in dem er mitspielt, ja, nicht nur, dass die Filme nicht unbedingt gut sind, sondern auch, dass seine Leistungen wirklich, ich sag nur, The Beast, oh my God, The Beast, ne, in dem Wicker Man Remake. Das ist so der Stoff, aus dem Legenden oder eher Internet-Memes sind. Dass man da wirklich in dem Maße, wie es viele halt getan haben, sich einen abschobert, wie klasse Cage hier spielt, oder manche vielleicht auch gesagt haben, ne, so Nicolas Cage durfte Nicolas Cage lange nicht sein, ohne dass es lächerlich wirkte. Und ja, das trifft es ganz gut. Also, gerade auch in einigen Szenen, ich nehme jetzt mal die Szene mit Mandy, nicht nur, wie gesagt, albtraumhaft inszeniert, so, ne, wie auf dem Drogentrip auch und wirklich auch, ja, ne, auch mit einem gewissen Bums, mit einer gewissen, ja, emotionalen, ja, das ist emotional auch, dass man merkt, das ist, nicht weil das, was da passiert, sondern auch, wie es inszeniert ist. Und gerade das, ich sag mal, Cage, Stumme, Schreie, da sieht man, dass er schauspielern kann, sogar richtig gut. Und später, als er dann, ja, sich eine Nase Koks und einen Finger ganz seltsamen LSDs reinflötet und dann wirklich, ja, auch mit dem Gesichtsausdruck eines Barbaren, ein bisschen minder bemittelt, aber da rumrennt, macht er klasse. Und wie gesagt, das Lob für Cage, definitiv verständlich, wo einige wohl gesagt haben, hätte vielleicht auch einen Oscar verdient, übertreiben war mal nicht, aber Cage macht das toll. Die anderen, ja, sind halt sehr over the top. Also ich nehme hier den Sektenanführer, The Children of the New Dawn. Wow, also da hat man wirklich das Gefühl, das Skript stand da vielleicht auch wirklich einfach nur, sei einfach weird und labere irgendeinen strangen Scheiß da, ja. Und der hat sich gedacht, ja, ne, wie wir hier niemandem was vorwerfen, als ich auch noch mal einen Trip geschmissen, dann, ne. Also deswegen, das passt alles schon sehr gut zusammen. Und wie gesagt, es wirkt nicht nur wie ein albtraumhafter Drogentrip teilweise, sondern auch, ja, als wenn Alejandro Jodorowsky hätte diesen Stoff wahrscheinlich nicht wesentlich anders verfilmt. Es sind ganz viele schräge Stilmittel drin, die wirklich, ja, ich habe es schon erwähnt, den Sehgewohnheiten des Mainstreams komplett entgegenlaufen und absolut ungeeignet für sie sind. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was Lars von Trier teilweise gern erreichen würde, wo dann teilweise wirklich einfach nur derbe Gewaltszenen auch mal abdriftet, teilweise oder Schockszenen abdriftet. Das hat Cosmatos hier einfach so erreicht, auch allein durch seine Inszenierung. Was nicht heißt, dass Mandy harmlos ist. Ne? Das ist schon ziemlich heftig an einigen Stellen. Ne? Gerade am Ende, als unser, ja, Cage der Barbar, sag ich mal, oder Red der Barbar wäre es ja hier, dann rumrennt, erst wenn diese Biker wegknüppelt und auch später die Sekte. Ich sag mal, so ein Kettensägen-Duell haben wir hier auch und sogar noch ein cooleres, als das in Texas Chainsaw Massacre 2 war.
Und meine Fresse, was für eine Kettensäge. Wie gesagt, geht schon teilweise ganz saftig zur Sache. Wird das Ganze trotzdem nicht unbedingt als Splatter einordnen, aber gut. Naja, wie gesagt, so stilistisch interessant der Film gemacht, ist noch cool gemacht irgendwo halt. Das Ding ist, der Film richtet sich schon an ein sehr spezielles Publikum und ich würde auch ein Stück weit so weit gehen, ich sehe, was Panos Cosmatos da cool gemacht hat, was er sich bei einigen Sachen gedacht hat, wie toll das auch gemacht wurde und inszeniert wurde. In der ersten Hälfte zieht sich teilweise etwas und danach ist es halt, ja, wie gesagt, stilistisch und von der Art, wie es inszeniert ist, sehr interessant, sehr mal was anderes. Bei mir wollte sich nie so ganz der richtige Unterhaltungswert einstellen. Das war ein Schnipser hier, das war ja erbärmlich. Von daher, Mandy sicherlich ein sehr interessanter Film. Wer ein bisschen Weird Shit mag, sollte ihn auch definitiv mal gesehen haben. Wer sich aber meiner Ansicht nach eine absolute Trash-Perle erwartet, wo man sich die Hälfte der Zeit totlachen kann, oder wirklich ein strunzendoofes Splatterfest, der wird vielleicht auch ein Stück weit enttäuscht sein. Das ist also nicht der Film, den man mit 20, mit 5 Kumpels und ein paar Bier guckt und abfeiert. Es ist wirklich hier eher mal ein interessantes Experiment, das sehr weird ist, dass seine Wirkung definitiv nicht verfehlt, aber vielleicht auch nicht den ganzen Unterhaltungswert hat, den man sich vielleicht erhofft haben mag. Und von daher, Mandy, durchaus einen Blick wert, aber ich würde nicht ganz so einstimmen in diese ganzen überbordernden positiven Reviews, weil so cool viele Hommages waren, die eingebaut wurden, so klasse es inszeniert ist und, ne, ich wiederhole mich hier, stilistisch gemacht ist, gerade auch visuell. Ja, so hundertprozentig umgehauen hat mich der Film allerdings trotzdem nicht. Von daher, Mandy sicherlich mal, ja, man muss es hart so sagen, einer der interessantesten Filme der jüngeren Zeit. Einer der besten, würde ich nicht sagen. Aber gut, wie gesagt, muss man letzten Endes auch selber entscheiden. Man sollte halt nur auch wissen, worauf man sich einlässt. Da hat man vielleicht auch noch ein Stück weit mehr Freude daran. Ich bin an der Stelle durch. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das Video liked und teilt. Ja, und vielleicht auch meinen Kanal abonniert und das nächste Mal wieder mit dabei seid. Also, bis denn dann.